Willkommen bei PC Games Hardware mit einem weiteren Video zum allseits beliebten Thema Sockel ARM 5. Wir wollen uns diesmal genau im Detail angucken, wie ist eigentlich so ein Sockel ARM 5 Prozessor aufgebaut, wie funktioniert vor allen Dingen der Sockel um diese CPU drumherum. Also ja, heute mal keine Kaufberatung, wenig Praxis, außer dass wir die CPU ab und zu mal in und aus den Sockel nehmen werden. Deswegen lag das Video auch eine gewisse Zeit lang im Giftschrank. Das Intro spreche ich jetzt hier nachträglich ein. Wir freuen uns über Feedback. Wollt ihr solchen Nerd-Porn in Zukunft häufiger sehen? Wissensartikel und so weiter in Videoform? Oder sagt ihr, nee, auf YouTube und wirklich so ein Format Video ist eigentlich viel besser für Praxisartikel? Bin mal gespannt drauf, auf eure Reaktion. Heute, ja, probieren wir es einfach mal aus, gehen mal voll ins Detail, nehmen den Sockel auseinander, gucken ihn uns genau an und erklären euch alles. Im Vergleich dazu natürlich werden wir es auch noch zusätzlich betrachten, den Vorgänger, also wie hat eigentlich der Sockel ARM 4 funktioniert, denn man kann ja schlecht verstehen, was die Neuerungen sind und was sie bringen sollen, wenn man gar nicht genau weiß, was bislang der Fall war. Und auch das hatten wir uns ehrlich gesagt, obwohl es den Sockel relativ lang gab, nie so detailliert angeguckt, wie wir das heute mal machen werden. Gucken wir uns zum Vergleich also erstmal eine alte ARM 4 CPU an, in diesem Fall tatsächlich sogar ein Ryzen 1000. Das waren sogenannte PGA-Formate. Pin Grid Array sagt eigentlich schon alles. Wir haben ein gitterförmiges Arrangement von Pins auf der CPU-Rückseite. Und damit ist dazu eigentlich auch schon alles gesagt. Das ist die langweilige Teil des Zusammenstecksystems. Das Interessante ist der eigentliche Sockel, denn ARM 4 war oder ist genauso wie ja, fast alle Sockel seit Beginn der 90er Jahre ein Zero Insertion Force, ZIF, PGA-Sockel. Davor gab es auch welche, wo man tatsächlich CPUs mit Kraft reingesteckt hat und mit etwas zurück auch mit viel Kraft wieder rausbekommen hat, was aber, sobald man über ein paar hundert Kontakte hinausging, zunehmend unmöglich wurde. Deswegen diese Technik. Und wie funktioniert die? Nun, was wir hier als Sockel auf den Mainboards haben, ist in Wirklichkeit eine Kombination aus Sockel und CPU-Halterung. Genauso wie wir es auch später bei LGA haben, wir nur ganz anders aufgebaut und halt in einem Bauteil integriert. Die CPU-Halterung bzw. Trägerplatte sieht dabei so aus. Das ist also einfach ein Stück Plastik mit Löchern drin. Wenn man die PGA-CPU nimmt und in der richtigen Orientierung drauflegt, dann fällt sie ohne kraftaufwendig in diese Löcher und dabei kommen die Pins auf der Rückseite wieder heraus. Also die Spitzen ragen durch die Platte komplett hindurch und man hat dann also quasi die CPU in horizontaler Richtung kontrolliert die Position, die rausziehen kann man sie noch, aber sie kann sich nicht seitlich verschieben ohne diese Platte, beziehungsweise sie muss sich zusammen mit der Platte verschieben. Und das ist der eigentliche Sockelmechanismus. Wir haben am Sockel diesen Hebel, den kennt jeder. Oben ist offen, unten ist er verriegelt. Und was dieser Hebel macht ist, der hat einen kleinen Exzenter dran. Und wenn man den Hebel, ich drehe es mal besser um 180 Grad, wenn man den Hebel umlegt, dann zeigt dieser Exzenter in Richtung Sockel parallel und wenn er nach oben fällt, halt nicht. Das heißt, man erreicht eine kleine Verschiebungsbewegung dieser Plastikträgerplatte, die greift von oben darüber und wird dadurch hinterher geschoben. Eine Verschiebung um ungefähr einen halben Lochabstand des Sockels. Also sehr, sehr wenig, aber wenn man genau hinguckt, sieht man das auch, wenn man den Sockel einfach mal in offenem Zustand und unzerlegt bewegt. Was macht nun diese Bewegung mit den Pins, die hier von oben kommend in den eigentlichen Sockel natürlich nach unten hindurch hineinragen. Nun, dazu muss man sich ganz im Detail mal die Kontakte dieses Sockels angucken. Der hat nämlich nicht einfach Löcher da drin, sondern, also nicht einfach ein Loch, wo von oben der Pin reinkommt, sondern in Wirklichkeit ist das V-förmig. Und der Pin, wenn er von oben hereinfällt, geht in das offene Ende des Vs. Wie gesagt, durch die Trägerplatte wird er weiter oben fixiert und im Prinzip ist dann gar kein Kontakt da. Erst wenn ich den Hebel umlege, wird die CPU, der Pin und die Trägerplatte alles zusammen als Paket in dieses V hineingequetscht. Und dabei haben wir hier seitlich zwei Kontaktpunkte, die wirklich mit Kraft in diese Kontaktfedern hineingehen, wo wir einen sehr zuverlässigen Kontakt herstellen. Und das ist das ganze Geheimnis des ZIF-PGA-Sockel, wie der seine CPU fixiert. Die wird also im Falle des Sockel ARM 4, ich glaube, es waren etwas über 1300 dieser Kontakte, wird hier wirklich reingeklemmt und ja, hängt dann da drinne. Wie einige vielleicht wissen, ist, wenn die Wärmeleitpaste richtig schön sich festgesaugt hat und wenn den Kühler gerade nach oben haben, kann man ihn dann mit Kraft auch wieder rausziehen aus diesem Faust. Also das ist nur eine Klemmverbindung, aber es ist nichts verriegelt. Dann ist der Sockel zu, die CPU klebt am Kühler und wenn man Glück hat, sind noch alle Pins dran. Das ist, ich weiß immer. Das Problem ist nur, die CPU dann da abzukriegen, ohne die Pins zu verbiegen. Da haben wir auch heute erst wieder in der Redaktion gekämpft und dann haben wir tatsächlich einen kleinen Schraubstock zu Hilfe nehmen müssen, weil das ein mehrere Jahre aufgebautes Testsystem war. Klappe, Action, ich habe heute noch ein Video zu drehen. Komm, Mann. Ja eben, dieses.
Ich muss auch noch arbeiten eigentlich. Ja, bald vielleicht nicht mehr, weil du hast ja gar keine CPUs mehr, oder? Das ist Arbeit. Ja, wenn die so einen Arsch geben. Darf ich? Ja, mach oder mal. Bist du selber? Jetzt sind sie geköpft. Oh. Was zur Hölle ist das für eine Passe? Nimmst du nie wieder. Dieses Problem werdet ihr beim Sockel ARM 5 nicht mehr haben. Denn da ist jetzt LG angesagt, Land Grid Array. Und ja, das heißt, wir haben immer noch ein gitterförmiges Arrangement, aber diesmal nicht von Pins, sondern von LANs, also langweiligen flachen Flächen. Damit ist die Unterseite dieser CPU noch weniger Blicke wert als die einer PGA. Aber wir gucken uns jetzt mal den Sockel ARM 5 mechanisch im Detail an. So wie das Video es eigentlich schon am Anfang an versprochen hat. Wenn man es auspackt, seht ihr meistens sowas. Erstmal eine Plastikabdeckkappe, kennt man schon von Intel LGA-Sockeln, wobei ich sagen muss, Intel hat zwei Sachen besser gemacht. Erstens haben sie fast immer einen kleinen Vorsprung dran, wo man sie gut packen kann. Und zweitens sind sie bei Intel so deutlich asymmetrisch, dass man sieht, wie rum sie rein müssen. Bei AMD dagegen kann man sie auch umgekehrt drauflegen. Sie hält dann nur nicht, löst sich in der Verpackung und wenn der Nächste unvorsichtig reindatscht, sind die Pins im Arsch. Das ist also die Warnung. LGA-Sockel haben sich in der Praxis bei uns als unproblematischer als PGA erwiesen, weil man tatsächlich die CPUs viel schneller mal irgendwie gegen die Pins stößt, als bei den Pins im Sockel. Aber wenn da mal was reinfällt, dann ist die Chance viel größer, dass der Schaden irreparabel ist. Denn, machen wir den Sockel mal auf, als erste Maßnahme, geht übrigens bei Intel auch etwas zuverlässiger, weil schlichtweg der Hebel hier hinten länger ist als bei AMD. Aber man kriegt ihn auf und macht das ja auch als Nicht-Tester nur sehr selten. Diese Pins, die hier im Sockel sind, sind viel, viel feiner als die bei einer PGA-CPU. Wenn ich das mal hier so daneben falle, dann sieht man das schon. Das ist weitaus dünneres und empfindlicheres Metall. Das ist ja auch der ganze Sinn der Aktion, warum man von PGA auf LGA gewechselt ist, oder zumindest einer von zwei Zwecken. Viel kleinere Pins bedeuten, ich kann viel mehr auf gleicher Fläche unterbringen. Für die Stromversorgung macht das gar nicht so einen großen Unterschied, denn die Pins sind halt auch viel dünner, können pro Pin also eher weniger Strom übertragen, wenn der Kontakt weiterhin in gleichem Maße gewährleistet ist. Wenn man die Kontakt mit Ampresskraft verstärkt, kann man vielleicht ein bisschen mehr übertragen, weil man schlichtweg die Kontaktierung besser ist, aber in der Regel ist es weniger pro Pin bei LGA. Aber ich kann viel mehr unterbringen, das gleicht das mehr als aus und vor allen Dingen bei allen Pins, die keinen Strom übertragen, sondern Signale, ist es eigentlich scheißegal, wie groß die Dinger sind. Für Hochfrequenzverbindungen ist es sogar besser, wenn sie kleiner sind, weniger Kapazität haben. Und ich brauche also pro logisches Signal weiterhin nur einen Pin und wenn der kleiner ist, wenn ich zwei auf gleicher Fläche habe, habe ich halt insgesamt viel mehr logische Signale auf gleicher Fläche und gerade wenn ich bei ARM 5 so viel Schnittstellen reinmachen will, ist das ein echter Vorteil. Der zweite Punkt, den kennt ihr schon von, der zweite Vorteil von LGA kennt ihr schon von DDR5-Diskussionen. Ich habe das eine Zeit lang als DDR5-Bandler immer wieder schön hochgezeigt. Also DDR4-Mainboards haben auf der Rückseite so, ja, schön spitze Enden, weil die Slots nämlich in Zu-Hole-Bauweise gemacht sind. Das heißt, es sind an den Slots selbst und ein Kontaktfaden dran, die werden einfach durch Löcher im Board gesteckt und von der Rückseite her verlötet. Easy, stabil, schnell in der Fertigung und bei DDR5 nicht mehr vorzufinden. Also hier ist jetzt teilweise von der Backplate verbunden, aber ihr müsst einfach glauben, hier ist schon der erste RAM-Slot und das hinter komplett flach. Denn DDR5 ist immer als SMD-Surface-Mounted Device ausgeführt. Das heißt, ihr habt nur noch kleine Lötkügelchen auf der Unterseite des Slots und die werden auf die Oberseite der Platine gelötet. Warum dieser ganze Scheißaufwand? Das ist viel schwerer zu löten, viel schwerer stabil hinzukriegen. Ganz einfach. Diese Lötfahnen hier hinten sind offene Drahtenden an einer Hochfrequenzverbindung. Also DDR ist ja mit einer der schnellsten Standards, vor allem der schnellste parallele Standard, den wir überhaupt haben. Und jedes dieser kleinen offenen Enden, dieser Spitzen ist einfach ein offenes Ende im Signalweg. Eigentlich wollen wir, dass der Strom aus dem CPU-Sockel durch die Leiterbahn direkt bis in den RAM-Chip geht und nur dahin. Nirgendwo anders soll das Signal hin. Weiß es aber leider nicht, dieses Signal. Das nimmt auch jede Abzweigung, die Leiterbahn irgendwo auf dem Board hat, erstmal mit gleichem Vorrang. Es kommt dann natürlich nicht weit. Es stößt hier quasi, die Elektronen gehen in diese Spitzen rein, kommen da nicht weiter und das Signal wird reflektiert. Ist von der Stromstärke her im Vergleich zu dem eigentlichen Strom, der bis in den Chip fließen kann, natürlich minimal, aber das erzeugt einen Großteil des Hintergrundrauschens auf so einer Verbindung. Und wenn man ganz viele so eine offenen Enden in der Verbindung hat, dann hat man viel mehr Hintergrundrauschen. Es ist viel schwerer, ein sauberes Signal hinzubekommen und es ist viel schwerer, das hochzutacken oder man muss halt viel größere Spannungen anlegen, damit das Signal noch stabil wird. Und das ist nicht nur, wie gesagt, nicht der Hintergrund bei DDR5, was zufällig AMD ja auch gerade einführt, sondern das ist auch der Vorteil bei LGA. Ich habe euch das erklärt, beim PGA habt ihr einen Pin, der kommt von oben, der hat eine Spitze und ihr habt einen V-förmigen Kontakt, der hat zwei Spitzen. Ihr habt drei Spitzen, die alle offen enden an dieser Kontakt, damit ihr in der Mitte einen Kontaktsteller habt.
Und das heißt, ein PGA, die Sockelverbindung, ist automatisch viel störungsreicher als bei einem LGA-Sockel. Bei einem LGA-Sockel habt ihr einen Pin, der wölbt sich von unten nach oben. Und idealerweise drückt das Land von oben genau so drauf, dass die Spitze noch vom Pakt hat. Wenn ihr ein bisschen zu weit drückt, kann es vielleicht sein, dass die Spitze sich unten wieder wegwölbt. Dann habt ihr hier ein offenes Ende. Aber das ist auch das Maximum. Im Idealfall habt ihr gar kein offenes Ende. Ihr habt gar keine Signalreflexion und ein viel sauberes Signal. Einfach nur, weil die mechanische Bauform des Sockels ja, moderner ist. Problem beim LGA ist natürlich, ihr habt nicht diesen wunderschönen, ich schieb's einfach seilig rein, das ist ein Verkaltmechanismus, sondern ihr müsst die CPU irgendwie in den Sockel drücken. Und wenn ihr euch mal überlegt, 1718 Kontakte. Und jeder einzelne davon hat zwar keinen großen Stromübertrag, aber überlegt euch mal, wenn ihr einfach mal so ein Draht irgendwo an eine Batterie drücken wollt, dass der Strom fließt. Ein bisschen Kraft. Jetzt überlegt euch mal, 1700 Finger sollen da drauf drücken. Das ist gar nicht mal so wenig. Ich habe von AMD noch keine Spezifikation vorliegen, aber bei Intel sind das teilweise 20 bis 40 Kilo, mit denen die CPU, noch bevor der Kühler installiert ist, in den Sockel gedrückt werden muss, um sicherzustellen, dass jeder einzelne von in dem Fall 1700 Kontakten auch wirklich einen Kontakt hat und nicht gegebenenfalls mal eine nur so ein bisschen lose anliegt, sodass ja, nicht sauber Strom fließt. Das ist die Herausforderung bei LGA und deswegen jetzt Beispiel AM5 mal die CPU-Halterung näher angeguckt. Verschraubt an vier Ecken, das kennen wir so schon von Intel Enthusiast-Sockeln. Glaubt, die alten AMD-Server-Sockel, der AMD macht ja schon sehr, sehr lange, Mitte Nullerjahre, machen die auch schon LGA, aber nur im Serverbereich, hatten auch vier Schrauben. Threadripper hat auf alle Fälle vier Schrauben. Und das Praktische ist, alle Hersteller nutzen die gleichen Gewinde, die auch Threadripper die Kühlerhalterung hat, also die CPU-Halterung, die man selbst löst, weswegen wir diesen wunderbaren AMD-Schraubenschlüssel nehmen können, um sogar Intel-Sockel zu zerlegen, heute aber den AM5 zu zerlegen. Und hier haben wir jetzt das CPU Haltemodul. Besteht im Prinzip wie bei Intel auch aus einem Rahmen, der ist fest mit dem Mainboard verschraubt, einem Hebel, der auf eine Platte drückt und die Platte selbst halt drauf kommt. Aktuell hat Intel keinen Rahmen beim Sockel 700, sondern zwei getrennte Teile. Das heißt, AMD hat hier in der Mitte eine Verstärkung eingesetzt, die beiden Teile verbindet und verhindert, dass das ganze Board sich in der Mitte durchbiegen kann, von der Vorderseite her. Ansonsten ist die Mechanik wirklich genau die gleiche wie beim LGA 1700. Es werden tatsächlich auch ähnlich große Kräfte benötigt. Die eigentliche Verstärkung, muss man jetzt auch sagen, kommt hier, genau wie bei Intel, durch die Backplate. Denn das Ganze wird durch das Board hindurch mit den vier inneren Gewinden hier verschraubt. Und was wir bei Intel nicht haben, aber bei AMD ist außen ist das die gleiche Backplate, die auch die Kühlerhalterung trägt. Ja. Und damit habe ich euch eigentlich schon wirklich den Aufbau gezeigt. Dieser ganze Metallkram hier, auch nicht ganz leicht, ist eigentlich nur Halterung für CPU und Kühler, in dem Fall Verankerung. Und das hier ist der eigentliche Sockel. Das ist das eigentliche Gegenstück zu dem, was wir unter der Abdeckplatte eines Sockel AM4 finden. Hat sich in der Größe tatsächlich nicht geändert. Ich vermute, AMD wollte sich einfach sparen, die ganzen Packaging- und Handlingmaschinen für die CPU-Substrate neu zu kaufen. Deswegen ist tatsächlich das Grundmaß gleich geblieben. Aber der Aufbau ist ein vollkommen anderer. Kleines Detail übrigens an der Stelle. Wenn ihr diese Backplate hier mal anguckt, auch die sieht Intel sehr ähnlich. Es ist nämlich einfach ein flaches Stück Stahl, wo Gewinde eingelassen sind. Das haben einige Leute beim LGA 1700 massiv kritisiert. Das könnte man ja viel zu leicht durchbiegen. Deswegen wären die Mainboards und die CPU alle krumm. Ich konnte das nie nachvollziehen, aber jetzt nur so als kleiner Hinweis. Bei High-End AM5 Mainboards sehen die jetzt auch genauso aus. Es ist also auch einfach eine relativ primitive, flache Stahlplatte. Es gibt allerdings weiterhin bei günstigeren AM5-Platinen Backplates, die aus deutlich dünnerem, aber dafür ausgeformten Stahl bestehen. Das heißt, wir haben auch hier, das ist jetzt mal ein B650-Board, gleicher Hersteller, etwas andere Preisklasse. Also ich glaube, das hier, ich habe noch keinen Preis. Ich tippe so, dass es so bei knapp 400 Euro rauskommen wird, B650 E-Master. Das hier ist das X67X Extreme. Das liegt, glaube ich, bei 900 Euro. Also wenn man ein bisschen weniger Metall dran haben will, dann kann man das Ganze auch aus dünnerem Stahl machen und einfach den Komplex formen, sodass man hier ein paar verstärkende Falten und so weiter drin haben. Mechanisch ist das meiner Meinung nach aber alles vollkommen ausreichend für die Belastung, die für diese CPU-Halterung nötig werden. Denn auch wenn ich sage, hier 20 bis 40 Kilo, ich weiß nicht, wie es bei AMD ist, das ist auf relativ kurzem Raum. Und ganz ehrlich, selbst wenn sich das Board darunter ein bisschen verbiegt, was am Ende zählt, ist ja eigentlich, wie glatt der Heatspreader ist. Und der wird sowohl bei Intel wie auch bei AMD von dem Rahmen nur an zwei Stellen kontaktiert. Na, aber nicht an den beiden, sondern an diesen beiden.
Das heißt, ihr seht hier im Rahmen, ist das auch ein bisschen hervorgehoben, diese beiden Auflagenlaschen, das sind, wenn wir das Ganze zusammenbauen, die einzigen beiden Stellen, die die CPU tatsächlich berühren von der Halterung und die drücken von oben mit aller Kraft drauf. Ja, damit ist vom Handhabung, technischer Aufbau, Sorge vom Mainboard, Seitenredakteur eigentlich alles gesagt. Ich könnte die Gelegenheit gerade noch mal nutzen, um noch mal kurz auf diesen wunderschönen Heatspreader zu kommen. Ich bin ja auch Kühlungsfachredakteur und einige Leute kritisieren massiv AMDs Design, das Teil wäre zu dick. Muss sagen, er ist tatsächlich ziemlich dick. Damit erreicht AMD, dass der Abstand, obwohl ein LGA-Sockel flacher ist als ein PGA-Sockel natürlich, wird der viel weniger Mechanik, obwohl der Abstand der CPU zum Mainboard flacher ist, der eigentlichen CPU des Siliziums, erreicht AMD dadurch, dass die Oberseite des Prozessors, also da, wo gekühlt werden muss, die gleiche hört wie bei Sockel ARM4. Und das ist natürlich wieder für die Kühlerkompatibilität wichtig. Denn wenn das Ganze tiefer gelegt wäre, hätten wir das gleiche Problem, was wir bei Intels Wechsel von Sockel 1200 auf 1700 hatten, dass alle Kühlerhalterungen an die neue Höhe angepasst werden mussten. Das ist hier dadurch überflüssig. Und einige sagen, aber jetzt wird er zu heiß dadurch. Ich habe es mal durchgerechnet. Auf dieser Grundfläche mit massivem Kupfer in dieser Stärke würde bei 230 Watt, was die spezifische Höchstleistung ist, der Temperaturpfeil von der Unterseite des Heatspreaders bis zur Oberseite des Heatspreaders 2 Kelvin betragen. Wenn man das Ding auf die Dicke reduzieren würde, die Intel zum Beispiel bei Skylake hatte, dem haben ja alle angemerkt, da würde es zu leicht krumm werden, und das wurde ja auch zu leicht, dann wären es ungefähr 1,2 Kelvin. Also es macht quasi gar keinen Unterschied, wie dick dieses Ding ist, möchte ich sagen. Dazu kommt noch, dass er natürlich als Heatspreader tatsächlich auch noch eine wärmeverteilende Wirkung hat und die geht umso besser, je mehr Metall da ist. Was aber tatsächlich ein Problem ist, wie eingangs schon besprochen, die Wärmeeinwirkung ist einfach sehr einseitig und sie muss erstmal verteilt werden und vor allem sie ist sehr, sehr, sehr kleinflächig. Und das ist das eigentliche Problem von den Chips auf dem Substrat in den Heatspreader die Wärme reinzubringen. Das ist scheißegal, wie viel Kupfer darüber kommt, man hat diesen Übergang immer. Und der ist tatsächlich das Problematische beim Sockel ARM5 CPUs. Und da kann man durch Änderungen am Heatspreader auch nichts ändern. Entweder muss man ihn ganz weglassen, das hat man bei einer sehr empfindlichen CPU und auch Probleme mit dem Halterungsmechanismus, weil, wie sagt ihr, 20 bis 30 Kilo, also jeweils 10 oder mehr Kilo liegen auf diesen kleinen Nasen. Und wenn du da kein Metall hinpackst, wie soll das rein in den Sockel drücken? Diese Kraft muss verteilt werden, damit die CPU zuverlässigen Kontakt hat. Die einzige andere Alternative ist, man muss das alles den Kühler überlassen. Der drückt natürlich auch nochmal zusätzlich flächig oben drauf. Das kann man auch machen. Bei Intel Server Plattformen, 3000er Sockel und höher, ist das genau so. Da wird die CPU an den Kühler geschraubt mit einer relativ einfachen Haltung, die sie nur da fixieren muss. Und dann wird das Ganze in den Sockel reingeschraubt. Funktioniert! Ist aber natürlich für den Endanwender, der da irgendwie so, ja, ich sag mal, 10, 12 Quadratzentimeter hochempfindliche LGA-Kontakte blank vor sich liegen hat, vielleicht nicht die DAW-freundlichste Lösung. Und genauso unsicher wäre es, wenn man den Heatspreader hier einfach komplett weglässt, denn natürlich sind diese kleinen Chips auch sehr empfindlich und wir haben natürlich im Falle von AMD, haben wir auch wieder ein Chiplet-Design, da sind immer nur 3 verschiedene Chips drauf. Die Last muss auf die gleichmäßig verteilt werden und ja, also ich kann verstehen, dass AMD das nicht gemacht hat. Ich hoffe allerdings mal, dass ähnlich wie bei zum Beispiel Intels, von Ivy Bridge bis der ersten Coffee Lake Generation hat wir das gleiche Problem, dass auch da die Wärmeleitung im Package schlecht war. Nicht, weil die Chips so klein waren, sondern weil das Wärmeleitmittel so miserabel war und der Abstand, der mit überbrückt wurde, teilweise recht groß. Damals konnten über Takter und Modder noch ein bisschen was rausholen. Ich hoffe mal, dass wir im Falle von Ryzen auch sehen werden, dass vielleicht wieder Pre-Modded-CPUs verkauft werden, die das durch Einsatz von Physikmodell ähnlich ein bisschen verbessern. Aber ja, ich sag mal, früher war Roman, der Bauer Hartung, ja mal bei uns im Forum recht aktiv. Heute macht er meistens auf seinem eigenen Channel. Ich vermute, da werdet ihr dann irgendwann eine News dazu sehen. Ansonsten müssen wir mal gucken, wie andere klassische CPU-Aufbereiter daran gehen. Von AMD selbst ist es leider so, ich habe das eingangs angedrückt, 230 Watt dieser Bauform schon eine Herausforderung, das wegzukühlen, selbst wenn er mit Wasserkühlung rangeht. Viel OC-Spielraum, also diese Spannungswandler für 3 Kilowatt oder so. Probiert es mit Flüssigstickstoff, wenn ihr das nutzen wollt, aber ansonsten werdet ihr lange vorher im CPU-Temperaturlimit sein. Das war ja schon in der zweiten ARM4-Generation eigentlich durchgängig der Fall, dass die Boards viel weiter kamen als, ja, ich sag mal, handelsübliche CPU-Kühlungen.